Herzlich willkommen hier bei meiner Rubrik. Und zwar, ich schaue, mein Name ist Vadim Chens, ich bin russischer Schamane, 20 Jahre praktizierend und ich heiße Sie willkommen. Also eure Fragen liegen mir immer am Herzen und jetzt habe ich diese Rubrik auch gestartet. Jeder kann auch eine Frage stellen und bekommt auch eine Antwort aus dem Nähkästchen von mir. Ja, hier geht es heute weiter und zwar jeder Mensch lebt natürlich auch sein Leben so, wie er kann. Oder man kann auch das Leben so leben, wie man will. Für mich gibt es eigentlich jetzt nicht kann oder will, sondern eigentlich gibt es nur will. Will ich was erreichen, erreicht man das auch. Man muss nur schauen, was man überhaupt macht. Ja, ich habe auch eine Frage von Conny. Und zwar, ist meine Spiritualität schon so ausgeprägt, dass ich sie in naher Zukunft als meine Berufung selbstständig ausüben kann? Die Antwort steckt nämlich in deiner Seele, Conny. Und zwar, wir können alles. Wir müssen das nur noch wollen. Trau dich an deine Gaben. Das Thema ist immer meistens, man muss über den Schatten springen. Man zweifelt sehr viel und da arbeitet auch unser Kopf sehr stark dagegen. Muss aber nicht sein, weil wenn du sagst, es ist meins, es macht mir Spaß und ich will das, dann schaffst du das auch ohne weiteres. Und jeder Mensch, der sich diese Frage stellt wie die Conny, ist es überhaupt ausreichend, um mit Menschen zu arbeiten? Ja, es ist ausreichend. Ihr könnt euch weiterbilden. Ihr könnt natürlich immer noch weiter nachlesen, probieren. Und so kristallisiert sich die eigene Methode. Was kann ich tun? Also ich habe zum Beispiel mit Massagen angefangen, mit Heilpraktiker-Ausbildung und bin immer weitergegangen. An die Astrologie, an Planetencode, aber auch an die Karten. Also ich habe sehr viele Werkzeuge auch einfach mal ausprobiert, bis ich gesagt habe, das ist meins. Was ich zum Beispiel gar nicht verwende, mittlerweile ist Pendel. Das habe ich früher aber sehr oft eingesetzt in die Beratung und dafür habe ich jetzt sehr viel Verbindung mit Tensor. Probiert einfach mal ruhig alles aus. Das wird euch nicht nur ein bisschen Spaß machen, sondern man entwickelt sich, man transformiert sich. Man bricht einfach mal die Grenzen von Bewussten. Da geht man immer mit eigenem Bewusstsein immer weiter. Das lege ich jedem ans Herz. Ich habe natürlich weitere Fragen auch noch, und zwar von Tanja. Wie kann ich mich von Fremdenergien und Niederenergien schützen? Es gibt sehr, sehr viele Schutzmethoden, Tanja. Und zwar, man muss sich auch schützen. Mittlerweile ist es so, dass die Welt natürlich jetzt immer schon so funktioniert hat, aber heute auch nicht anders ist. Es gibt gute Menschen und schlechte Menschen, sage ich nie. Jeder Mensch hat beide Anteile. Aber einige Menschen leben eben ihre schlechten Energien aus. Also und da passiert mir auch ab und zu in Beratung, wo man sagt, ja, was stirbt endlich mal die Schwiegermutter? Das ist voll falsches Denken. Man muss nicht jetzt an jemanden denken, wann er stirbt, sondern wie lebe ich? Was tut mir Spaß? Was kann mich weiterbringen? Und genau die Fragen muss eigentlich jeder sich selber auch stellen. Die Fremdenergien durch Neid passieren natürlich immer wieder. Und sowas erlebe ich auch. Also wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man natürlich immer so Warzenschweine um sich herum, die meckern, die selber nichts auf die Beine gestellt haben. Es gibt auch Menschen, die ins Museum gehen und ein Bild von Van Gogh anschauen und sagen, das geht gar nicht. Was hat er da gemalt? Selber hat dieser Mensch aber noch kein Bild gemalt. Vielleicht hat er überhaupt keine Gabe dazu, zu verurteilen. Aber das sind Verurteilungen, die von außen kommen. Ich habe vor kurzem was entdeckt auch, beziehungsweise auch was miterlebt, wo einer gejammert hat, oh, Mozart-Energie, oh, schlechte Musik. Der hat überhaupt keine Ahnung von der Musik. Das ist immer auch Geschmackssache, also Kunst ist Geschmackssache. Und wenn man auch Plus und Minus hat, in jeder Materie dieser Welt, und kritisiert wird, ist eigentlich gar nicht so schlecht, das ist Anerkennung. Neid ist auch Anerkennung und da sollte eigentlich auch nicht drauf gucken, dass man von diesen Energien irgendwie was abbekommt. Apropos die Fremdenergie bekommt man nur noch, wenn man Ängste davor hat. Auch Magie bekommt man ab, wenn man Angst davor hat. Beseitigt diese Ängste erstmal. Ja, aber als Schutztipp habe ich natürlich auch was dabei. Und zwar, es gibt ganz einfacher Vorgang aus russischem Bereich, aus Sibirien, um Schutz aufzustellen gegen negative Energien. Und zwar mit Lorbeerblättern. Nehmt einfach mehrere Lorbeerblätter, ganz normale aus der Küche, und verteilt sie unter eurem Bett. Einfach mal für unbestimmte Zeit. Nach einem Jahr muss man das allerdings schon austauschen, weil die Blätter schon nicht mehr energetisch wirken können. Ja, und da habt ihr eigentlich schon einen Schutz durch diesen Botanikum, Energie der Pflanze, und das wirkt auch sehr gut. So, wir haben natürlich noch weitere Fragen, und zwar gehe ich einfach mal einen nach dem anderen durch, im ganzen diesen
Serien, und zwar Manuela hat geschrieben, wie befreit man sich von negativen Glaubenssätzen und Emotionen? Also Thema ist Heilung, Farbe, Mutter-Thema. Ja, negative Glaubenssätze gibt es natürlich bei jedem. Das sind die sogenannten Dogmen. Die Dogmen müsst ihr aber nicht behalten, weil, wenn man schon sagt, Frau hat was in der Küche zu tun, aber nicht jetzt im Haus sonst, das ist schon ein Dogma. Frau gehört in die Küche oder Mann darf nicht weinen. Also wenn ich sowas schon höre, ist natürlich voll daneben für mich persönlich, weil das sind alte Glaubenssätze, die nicht zu uns gehören. Wir sind in der Neuzeit. Und wenn Sie sowas hören, machen Sie einfach mal drei Kreuze drauf und leben so, wie Sie das auch selber spüren, fühlen. Geht einfach mal auf eures Gefühl. Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, was das Leben auch überhaupt ermöglicht. Viele sollen sich auch die Frage stellen, existiere ich nur oder lebe ich bereits? Viele leben nicht, viele existieren. Aber das Leben ist natürlich zu kurz, um solche Dinge überhaupt wahrzunehmen, wie Glaubenssätze. An was glauben Sie? Stellen Sie einfach mal zu Ihrer Meinung auch. Denn Ihre Meinung ist das, was ihr erlebt, eure Realität. Es gibt tausende Realitäten in dieser Welt. Denkt einfach mal nach. Schaut einfach mal zum Beispiel die rote Farbe an, rotes Kleid. Seid ihr sicher, dass ich rote Farbe genau so wahrnehme wie ihr? Oder sehe ich die rote Farbe anders? Wahrscheinlich schon. Also jeder hat seine eigene Realität zu erschaffen und darum geht es auch. Also lebt eure Realität und nicht die Realität der anderen und vor allem auch nicht von alten Emotionen von der Familie oder Glaubenssätze. Da gibt es mehrere Dogmen. Macht euch einfach mal eine Liste von diesen Dogmen und schreibt einfach alles nieder. Und dann sagt er einfach mal, kann ich damit mich abfinden oder kann ich mich nicht abfinden und streicht einfach mal das von der Liste weg. Also und dann verbrennt er einfach mal diese Liste, da habt ihr auf jeden Fall auch vieles für euch getan. So, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns hier natürlich immer wieder, denn es gibt noch tausende Fragen, die ihr mir auch zugesandt habt, hier aus meinem kleinen Studio für YouTube-Kanal. Ihr beiden Chance, ciao.